Hallöchen, schön, dass du eingeschalten hast zu der Frauenschokocreme, zu dem Rezeptvideo. Und warum habe ich das Frauenschokocreme genannt? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn du eine Frau bist, wenn du ein Mann bist, vielleicht von deiner Freundin oder Mitbewohnerin oder wie auch immer. Bei mir ist es so, eine Woche bevor ich meine Menstruation bekomme, habe ich einen unstillbaren Hunger und auch gerade auf so süße Sachen, die sehr nährreich sind, also dicht sind. Und da mache ich mir immer diese Schokocreme, deswegen habe ich sie Frauenschokocreme genannt. Aber du kannst sie natürlich auch zu jedem anderen Anlass machen. Sie ist sehr, sehr einfach, schnell zu machen, weil manchmal ist der Hieber so groß, dass es einfach sein muss, ganz schnell, ganz schnell. Okay, dann legen wir mal direkt los. Und jetzt zeige ich dir als erstes mal die Zutaten. Für diese ganz einfache Frauenschokocreme brauchst du einen gehäuften Teelöffel Kakao. Ja, ich brauche da richtig viel Kakao, damit es auch richtig schön schokoladig schmeckt. Dann habe ich hier Cashewnüsse. Ich würde sagen, das ist so eine Handvoll Cashewnüsse. Und zwei richtig reife Bananen. Das ist sozusagen das, was ich als eine Portion alleine verzehre. Bei den Cashewnüssen, also das Rezept würde auch schon funktionieren mit Bananen und Kakao einfach nur. Aber da ich dann in der Zeit gerade auch ganz viel Fett will, ich sag's mal ganz direkt, also was dicht ist, was nährstoffreich ist, habe ich dann da noch Cashewnüsse reingemacht. Die sorgen auch für so eine richtig schöne Cremigkeit. Ich möchte zumindest darauf hinweisen, dass ich daran denke, aber in dem Fall da leider keine Rücksicht drauf nehmen kann. Das ist ein absolut unregionales Rezept, also alles von Übersee. Diesmal werde ich meinen eigenen Werten nicht gerecht, aber so ist das manchmal, da mache ich Kompromisse. So, dann kommt alles in diesen Personal Blender, also ist jetzt hier so ein No-Name-Produkt, aber kommt halt in so einen kleinen Mixer rein. Und zwar zu der Reihenfolge, zuerst die Cashewnüsse und der Kakao und dann die Banane. Weil du, wenn die Banane dann so eine feuchte Masse ergeben hat, mixt sich das andere leichter drunter. Und das zeige ich dir gleich nochmal. So sieht das dann im Mixer aus. Hier unten, wie gesagt, die Cashewnüsse, der Kakao und oben die ganz reifen Bananen. Warum überhaupt so ganz reife Bananen? Weil du da die natürliche Süße hast und keine anderen Süßungsmittel mehr brauchst. Genau, das Ganze mixe ich jetzt irgendwie für eine Minute durch und dann ist die Schokocreme auch schon fertig. So sieht die Schokocreme dann aus, wenn sie fertig ist. Und der hormongesteuerte Hunger treibt mich dazu, direkt aus dem Becher zu essen. Also ich werde mir das jetzt zu Gemüte führen und wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Komm noch mal kurz ins Bild. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schreib mir in die Kommentare, was du dann so alles vertilgst und verschlingst. Und freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ja, alles Liebe für dich. Ciao. So, jetzt muss ich doch nochmal, weil es ist so lecker. Ich, ja. Also, liebe Männer, wenn ihr den Frauen eine Freude machen wollt, macht ihnen diese Schokocreme. Und liebe Frauen, trefft euch. Macht euch ganz viel dieser Schokocreme. Und genießt diese Zeit. Ciao!